Ist auch Ihnen nachhaltiger Strom zu fairen Preisen ein Anliegen? Mit unserem Ökostrom Grün ES von den Stadtwerken Esslingen versorgen wir unsere Kunden zuverlässig, sauber und günstig. Wechseln Sie ganz einfach und kostenlos. Um alles andere kümmern wir uns. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treite und ich freue mich, dass Sie reingeklickt haben. Ich habe mir extra eine knallgrüne Brille heute angezogen, denn neben mir steht da ein Mitglied des Landtages Baden-Württemberg, Andreas Deuschle, der nicht zu den Grünen gehört, aber der jetzt ganz viel mit grünen Gesichtern, wollte ich schon sagen, zusammenarbeitet. Und ich glaube, so viel Grün um sich herum zu haben, vielleicht hilft es da mal, eine grüne Brille aufzuziehen, oder? Sollen wir es mal testen? Klar. Ui. Wie ist der Durchblick? Ja, ich glaube, ich habe eine andere Sichtlage wie du, aber ja, naja. Farblich? Farblich sehe ich ja nicht, was draußen, wie die von außen aussieht, aber in dem Fall würde ich vielleicht doch eine schwarze Sonnenbrille bevorzugen. Aber danke, ganz neue Erfahrung. Ist eine ganz neue Erfahrung. Ja, wie ist es denn jetzt? Ich meine, ganz frisch dabei und ich glaube, die Esslinger sind auch gespannt. Was berichtet einer von uns hier aus Esslingen mal aus dem Landtag? Wie ist die Zusammenarbeit? Also jetzt ist ja noch viel zu kurz, um tatsächlich zu sagen, wie die Zusammenarbeit werden wird. Aber ich glaube, wir haben einen spannenden Koalitionsvertrag zusammen hinbekommen, wo viele Themen der Grünen drinstehen, wo aber auch viele Themen von uns, von der CDU drinstehen. Und jetzt müssen wir das Ganze mit Leben erfüllen. Und ich freue mich drauf, dass wir jetzt an der Regierung mitwirken dürfen, weil einfach der Einfluss und die Dinge, die man als Politiker machen will, in der Regierung natürlich viel mehr durchzusetzen sind, als wie in der Opposition, wo ja eher die Aufgabe darin besteht, die Regierung zu kontrollieren. Ich glaube, so diese Differenzierung, jetzt Juniorpartner in Anführungsstrichen und dann die große, etwas größere Fraktion der Grünen, ist schon ganz neu für die CDU, oder? Ja, wir versuchen, zwei gleichberechtigte Partner in der Regierung zu sein. Natürlich, die Grünen haben bei der Landtagswahl dieses Mal wirklich ein starkes Ergebnis erzielt. Und ich finde es auch immer schwierig, wenn die Politiker sich dann am Wahlabend so rausreden und nicht anerkennen. Ich sage das ganz klar, wir haben als CDU die Landtagswahl klar verloren. Und das gilt es als Demokrat zu akzeptieren und dann nicht ständig dran rumzurütteln und rumzumodeln. Und jetzt erwartet die Bevölkerung, glaube ich, dass wir liefern, dass wir zeigen, dass wir auch mit den Grünen zusammen dieses Land kraftvoll regieren können. Und darauf freue ich mich, als Teil des Landtages ein bisschen mitzumachen. Ja. Und ich glaube, die Koalitionsverhandlungen, wenn ich es so mitbekommen habe, in den Medien sind dann doch deutlich harmonischer und besser verlaufen, als man am Anfang, glaube ich, dachte. Ja, also ich hatte das große Glück, dass ich selber mitverhandeln durfte in der Arbeitsgruppe 7 für mein Thema der Digitalisierung. Und ich war teilweise wirklich überrascht, wie konstruktiv wir uns und auch wie schnell wir uns an Stellen geeinigt hatten. Es gab natürlich auch Knackpunkte, da hat es richtig mal gehakt, ja, will dann nur die Windkraft nennen, wo wir nicht das erreichen konnten als CDU, was wir uns vorgestellt haben. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Kompromiss, ja. Und jetzt müssen wir das Ganze, wie gesagt, mit Leben erfüllen. Und ich denke, da sind beide Seiten bereit, das Beste auch jetzt abzuliefern. Abschließend noch, was bringen Sie von Esslingen sozusagen mit hierher in den Landtag an Aufgaben? Ja, da gibt es einiges. Also ich bin jetzt gestern von meiner Fraktion einstimmig zum Vorsitzenden für Ausschuss Wissenschaft, Forschung und Kunst gewählt worden, wo ich mich sehr darüber freue. Da ist natürlich die Hochschule Esslingen, die dann im Fokus für mich steht, zu schauen, dass die Hochschule noch mehr sozusagen auch von den Esslingerinnen und Esslingern an Bedeutung gewinnt. Da sind wir ja dran, auch mit der neuen Weststadt was zu machen. Und dann gilt für mich natürlich, dass sämtliche Belange, die im Wahlkreis in Eichwald, in Neuhausen, in Denkendorf, in Wolfschlugen, in Ostfildern und in Esslingen. Wenn es da brennt, wenn es da irgendwelche Dinge gibt, um die ich mich kümmere, dann werde ich das wie in der Vergangenheit auch hier im Landtag einbringen und jetzt natürlich dann auch direkt an die zuständigen Minister adressieren können. Wir sagen ganz herzlichen Dank, wünschen Ihnen eine gute Zusammenarbeit mit den Knallgrünen. In diesem Sinne, machen Sie es gut, das nächste Mal mit schwarzer Sonnenbrille. Alles klar, vielen Dank. Tschüss.